Hallo alle zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Dreamfall Chapters. Wir haben in der letzten Folge das erste Buch abgeschlossen und deswegen starte ich jetzt mit euch zusammen Buch 2. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Book 2, Rebels. Still, Kindchen, still. Leg deinen Kopf auf dein Kissen, mein Kleiner. Bald bist du zu Hause bei Arma. Ich hab dich vermisst, mein Kind. Ich hab dich vermisst hier im Tiefen, im Dunklen, im Kalten. Komm zu mir, mein süßer kleiner Kien. Komm. Voll süß. Heim. Wie geht es ihm, Naane? Wird er überleben? Eure Magie hat ihn aus der Dunkelheit zurückgebracht. Meine Magie hat ihm geholfen zu bleiben. Aber nun ist es allein sein Kampf. Er muss sich entscheiden zu leben. Still, Kien, still. Bette deinen Kopf auf das Kissen. Bald bist du zu Hause. Im Tiefen, im Dunkeln, im... Warum halten wir ihn am Leben? Er ist der Feind. Lass das Fieber ihn verzehren. Nein, Liko. Wir haben ihn aus einem Grund hergebracht. Wir brauchen ihn. Lebend. Geile Synchronstimme. Du hast mich befreit, Kien Alvane. Gib dir nicht die Schuld an meinem Tod. Das ist es, was ich wollte. Frei zu sein, wiedergeboren zu werden. Ah, das ist April, die da spricht, oder? Wenn ich euch töte, werdet ihr jeden Ruck meiner Klinge spüren, während euer Leben versiegt. Euer Schmerz, eure Schande, eure Entehrung werden meine Rache sein. Und ich werde da sein, um zu erleben, wie eure Seele zu den niederen Reichen hinabsteigt. Zum Schatten in diesem tiefen, dunklen, kalten Wasser. Sie können euch nicht ewig beschützen, Apostel. Am Ende werdet ihr euch euren Sünden stellen müssen. Und ihr werdet dafür bezahlen. Schlaf, mein Kind. Schlaf und wach nie mehr auf. Wir warten auf dich, wir alle. Wir warten im Tiefen, im Dunklen. Komm zu uns. Da draußen gibt es nichts mehr für dich. Du gehörst hierher, zu Arma, im tiefen, dunklen, kalten, für immer und ewig. Da bin ich gegen. Ich muss gehen. Er wird bald aufwachen. Sorgt dafür, dass er isst und trinkt. Er wird sich erholen. Die einzigen Wunden, die ich nicht heilen kann, sind die in seinem Inneren. Diese muss er selbst heilen. Aufgehen. Wach auf. Wach auf. Wo im Namen des Schattens bin ich? So. Da sind wir angekommen in Buch 2. Hübsches Gemälde an der Wand. Gefällt mir. Joa. Wir uns hier so ein nettes kleines Zimmerchen gegeben. Hier gibt es scheinbar auch Wasser. Ich weiß nicht, warum sie ihn nicht einfach getötet haben, als sie Gelegenheit dazu hatten. Schließlich ist er unser Feind. Er hat Raven ermordet. Ich habe gehört, er ist übergelaufen. Der Apostel ist jetzt anscheinend einer von uns. Würde ich auch sagen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ja, ne? Dann zeige ich dir das doch mal. Scheiße, er ist hier. Was, wenn er gehört hat? Psst. Sie warten in der Haupthalle auf euch. Stimmt es, dass Kapitän Bachim sein Leben geopfert hat, um euch aus der Mönchsfeste zu befreien? Er war ein guter Mann. Ich hoffe, das war es wert. Das hoffe ich auch. Aber wir haben auch einiges drauf.
Schick, schick. Der Verräter ist wieder auf den Beinen. Gepriesen sei das Gleichgewicht. Was machen eure Wunden? Ist schon wieder ziemlich cooles Charakterdesign, also dieses Spiel begeistert mich immer wieder. Ich habe noch Schmerzen, aber vor diesen Fremden werde ich keine Schwäche eingestehen. Ich werde ihre Fragen nicht beantworten, bis ich weiß, wer sie sind und was sie von mir wollen. Meine Wunden sind noch nicht vollständig verheilt. Sie haben sie versorgt und sich um mich gekümmert, während ich im Fieber lag. Sie wissen sicher, dass ich noch schwach bin. Das muss eine Prüfung sein. Du bist ein echt misstrauischer Typ, aber komm, das klingt hier am besten für mich. Das nehme ich mal. Ich habe noch Schmerzen, aber meine Wunden verheilen. Was ist das für ein Ort? Ihr wollt mit der Information wohl zu euren Herren laufen und euch euer Leben zurückkaufen, hä? Liko, ihr seid in der Enklave, der alten Bibliothek, die der Wächterorden des Gleichgewichts in Maguria aufbaute. Sie dient uns als Ausgangsbasis. Uns? Dem Widerstand, Alvane. Denen, die sich zum Kampf gegen die Asadi zusammengefunden haben. Magische wie sie und ich. Ich erinnere mich an den Kapitän. Er hat mein Schwert genommen und sich damit durchbohrt. Sein Blut klebt an meinen Händen. An das Portal. Blutmagie. Der Schatten hat mich verflucht. Die Göttin wird mich nicht mehr berühren. Ich werde nie auf den Hängen des ersten Berges wandeln. Ja, aber damit hatten wir abgeschlossen, ne? Das ist ja jetzt mal egal, hier Religion und so ein Kram. Der Kapitän, dass der gestorben ist, ist voll schade. Er hat mein Schwert genommen und sich damit... Was ist mit dem Kapitän? Balsai Bachim hat sein Leben für eures gegeben, Kien. Warum? Glaubt mir, ich habe dieselbe Frage gestellt. Warum? Warum einen großartigen Mann wie Bachim für euch verlieren? Ein Schlechter, ein Apostel, einen verfluchten Asadi. Ja, hast es bald. Ich bin ganz böse, ich weiß. Diese Kreatur, dieser Mann. Ich habe in meinem Leben viele Dolmari gesehen, aber an dem hier kommt mir irgendetwas vertraut vor. Er beleidigt mein Volk. Die Asadi haben Verbrechen begangen, ja. Aber die Verantwortung dafür liegt bei unseren Anführern, nicht bei jedem einzelnen Asadi. Na komm, wir rechtfertigen uns mal nicht, ich will wissen, wer er ist. Kenne ich euch? Vielleicht. Andererseits sehen Angehörige meines Volkes für euch doch alle gleich aus, oder nicht? Wir sind Vieh. Ich habe meinem Volk den Rücken zugekehrt. Ihr seid jetzt also auch noch ein Verräter, Kien Alvane. Das fügen wir eurer Liste von Verbrechen hinzu. Mein Leben wurde mir bereits aus der Hand genommen. Warum haben sie all diese Opfer für einen Verräter und Feind gebracht? Ja, ich glaube, mit Angreifen können wir nicht viel erreichen. Ich werde niemanden, schon gar keinen Dolmar. Mein Leben wurde mir... Warum so, bin ich wir sind hier? Mal nicht rassistisch, sondern... Wir haben euch hiernach. Auserwählt. Für euer Leben haben wir Kapitän Bachim in den Tod geschickt. Wir brauchen euch. Als ein Symbol. Aber auch für so viel mehr. Wir brauchen Stärke. Wir brauchen Führung. Wir brauchen Hoffnung. Unsere Zahlen schwinden. Die meisten Nordländer haben sich mit der Besatzung der Asadi abgefunden. Menschen wenden sich vom Widerstand ab und verschließen die Augen vor dem Völkermord an den Magischen. Wir brauchen jemanden, der uns Hoffnung gibt, damit wir uns wehren und siegen können. Ich finde ihre Stimme ihr so genial. Ihr seid ein Werkzeug, Apostel. Eine stumpfe Waffe, nichts weiter. Wir brauchen eure Hilfe, Kien. Werdet ihr euch uns anschließen? Habe ich eine Wahl? Es gibt immer eine Wahl. Und jede Entscheidung hat Konsequenzen. Ihr könnt mich nicht gehen lassen. Und wenn ich mich weigere, werdet ihr mich töten. Wir werden euch vielleicht ohnehin töten. Gebt mir nur einen Grund. Wir haben so viel geopfert, um euch herzubringen. Das ist eure Chance auf einen Neuanfang, Kien. Ein neues Leben. Auf die Erlösung, die ihr sucht, wie ich weiß. Sollen sie mich doch einsperren und den Schlüssel wegwerfen.
Sollen sie mich doch töten. Ich werde nie einer von ihnen sein. Oh, das klingt so negativ. Also ich finde, wir sollten es mal versuchen. Ich kann niemals einer von ihnen sein. Aber welche Wahl bleibt mir? Ich habe keinen Platz mehr, keinen Glauben, keine Mission. Was spielt es für eine Rolle, dass ihr Widerstand nicht meiner ist? Indem ich gegen mein Volk kämpfe, könnte ich es retten. Ja, versuchen wir das doch. Was soll ich für euch tun? Ihr werdet heute Abend in die Stadt gehen mit Liko und Enu. Sie werden euch Anweisungen geben und euch im Auge behalten, um sicher zu gehen. Zu helfen, falls nötig. Ich werde euch aus den Schatten beobachten, Apostel. Ein Giftpfeil wird direkt auf eure Brust gerichtet sein. Ihr wisst, dass wir für die richtige Sache einstehen. Ihr wisst, dass euer Volk im Unrecht ist. Tut das und beginnt eure Reise zurück ins Leben. Ich tue es für April Ryan. Sie war diejenige, durch die ich an mir zweifelte, an meiner Mission, an meinem Glauben. Verflucht, Asi. Ihr könnt nichts tun, um diese Schuld je zu begleichen. April ist tot, Kian. Tut es stattdessen für all die, die noch leben. Tut es für die Seele eures Volkes. Tut es für euch selbst. Das Boot wird bald hier sein, um euch zum Zwielichtskai in der Altstadt zu bringen. Ich lasse euch wissen, wenn es soweit ist. Nachdem ihr eure Mission erledigt habt, treffen wir uns in Ulwigs Taverne. Und falls ihr nicht aufkreuzt, jagen wir euch und ziehen euch die Haut ab wie einem Kaninchen. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass ich kein Kaninchen bin. Lasst es drauf ankommen. Liko, genug! Da ist aber jemand doch schon so ein bisschen sauer auf uns, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Quatschen wir nochmal erstmal hier so ein bisschen mit Leuten. So Smalltalk, ne? Ist voll cool. Was hast du vor? Hast du vor, den Wächter umzudrehen? Warum sollte ich etwas so Offensichtliches machen, wie den Wächter umzudrehen? Das wäre ein idiotischer Zug. Ich weiß nicht. Weil du eine Frau bist? Ach, halt die Klappe und spiel dein Istrum. Dräng mich nicht, ich muss nachdenken. Na, dann ist die Partie ja gelaufen. Mach einfach, was du sonst auch machst und schieb die Steine umher, bis du verlierst. Still! Ich brauche Ruhe! Ich weiß genau, welchen Zug ich jetzt machen würde. Was wirst du machen, Osak? Nein, sag's mir nicht. Ich glaube, ich weiß es. Die Partie eine wäre junge so schnell Set. Zu Ende, wenn in ich Asagia an Ärmeres Stelle paar, wäre. Aber sie du bist sowas von erledigt, Osak. Tut mir leid. Hallo. Na? Ihr seid also der Neue, was? Ich bin Enu. Yep. Eigentlich heiße ich Enu Marsantia, Kind des Zwielichts, Tochter von Teamar und... Und mein Vater würde mich umbringen, wenn er wüsste, dass ich Enu statt meines vollen Namens verwende, wie es ein richtiger Sitt tut. Aber er ist nicht hier. Also, hallo, ich bin Enu. Ihr seid Kian. Die ist mir schon jetzt sympathisch irgendwie. Ich kann diesen Leuten ein Gespräch nicht verweigern, jetzt wo ich Teil ihres Widerstands sein soll. Das Mädchen verdient eine Antwort. Ja, das würde ich aber doch auch mal sagen, ne? Der bin ich. Toll. Hallo. Asadi, was? Das ist... Ja, toll. Bin nie bei Ihnen gewesen. Ist es nett dort? Ich habe gehört, es soll nett sein. Wenn sie nicht, ihr wisst schon, Krieg führen und magische ermorden. Ja, toller Gesprächsanfang. Erobern und morden. So sieht sie mein Volk also. Als ob die Sith kein Blut an ihren Händen hätten. Könnte sie Asadi so sehen, wie ich es sehe, dann wüsste sie, dass es noch viel mehr gibt. Aber welchen Sinn hätte es, wenn ich versuchen würde, sie zu überzeugen? Das ist alles, was sie von Asadir weiß. Vielleicht ist es nicht so überraschend. Diese Leute sehen nur Soldaten, Eroberer und Besatzer, geführt von Verbrechern. Es liegt in meiner Verantwortung, dass unsere Geschichte vollständig erzählt wird. Ja, so sieht's doch mal aus. Glaubt ihr, das sei alles, was wir tun? Oh nein, ganz offensichtlich gibt es Dinge, von denen ich nichts weiß. Es ist nur so, dass wir nicht oft Kontakt mit Asadi haben. Diejenigen, denen ich begegne, tragen Rüstung und Schwerter und brüllen viel rum. Außerdem töten sie Sid. Also bin ich vielleicht voreingenommen?
Jedenfalls wollte ich, ich wollte mich euch bloß, ihr wisst schon, mal präsentieren. Mich vorstellen, euch. Nicht mich präsentieren, das ist ja, das ist unangebracht, Tochter von Theamar. Ach, tut mir leid, ich vermassle das gerade, nicht wahr? Sie versucht ihr Bestes. Trotz ihrer Vorurteile, trotz der Art, wie wir Asadi sie und ihr Volk behandelt haben, ist sie willens, mir eine Chance zu geben. Ja, so sieht's aus. Sie versucht es zu sehr und schafft es nicht. Ich weiß nicht, warum. Sie versucht ihr Bestes, hier positiv trotz ihrer Vorurteile. Ne? Ihr macht das prima. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Enomar Santia, Kind des Zwielichts, Tochter von Theamar. Oh, oha. Ganz meinerseits, Kian Alvane, Apostel von den Asadi, Sohn von, Kian genügt. Ihr könnt mich Kian nennen. Gut, oh, Ki. Kann ich euch Ki nennen? Ihr könnt mich Kian nennen. Das ist viel, viel besser. Kian. Willkommen beim Widerstand, Kian. Tut mir leid wegen Liko. Er hat Probleme. Ich werde mit ihm reden. Unter vier Augen. Oh, aha. Vier Augen. Verstanden. Ich werde nicht nachbohren. Versuche mich zu zügeln. Meine Neugier. Langsam werde ich warm mit ihr. Sie ist nicht halb so nervig, wie es zunächst den Anschein hatte. Und dass ich unter Magischen bin, damit muss ich irgendwann klarkommen. Warum also nicht bei ihr anfangen? Ich hoffe, Sebastian sieht dieses Video nicht, weil dann bringt er mich wieder um, weil ich schon wieder mal vergessen habe, mein Handy auf stumm zu stellen. Das ist überhaupt nicht aufgefallen oder so. Gespräch fortsetzen. Also, was ist eure Geschichte, Tochter von... Einfach nur Eno. Hier nennt mich niemand Tochter von Blabla. Und meine Geschichte ist total unspannend. Das Gegenteil von spannend. Eintönig? Öde? Langweilig? Das ist das richtige Wort. Ich bin ein langweiliges Bauernmädchen. War ein Bauernmädchen. Und ja, man stelle sich vor... Jetzt bin ich eine Rebellin. War nicht abzusehen. Naja, das stimmt nicht ganz. Wenigstens lehnen es meine Eltern nicht völlig ab. Sie wären glücklicher, wenn ich dort einen langweiligen Sittbauern geheiratet und langweilige kleine Bauernzittlinge bekommen hätte. Aber sie sind stolz auf mich. Sie glauben an die Sache. Und sie hassen die Asadi total. Tut mir leid. Ihr habt gute Gründe, uns zu hassen. Ja, naja... Ich bin nicht sicher, ob ich dorthin zurück kann, wenn das alles vorbei ist. Auf den Hof, meine ich. Ich mag es, für etwas zu kämpfen. Ich mag es, ein Ziel zu haben und nicht nur Landwirtschaft zu betreiben. Eine folgsame Tochter zu sein, jemand, der Sittlinge aufzieht. Offensichtlich. Ich gebe wirklich keine gute Sitt-Ehefrau ab. Ich wäre die Schlechteste. Tut mir leid, ich quassle euch hier völlig zu. Dabei wollte ich nur mal Hallo sagen und dann... Blurk. Also, hallo. Und hey, viel Glück heute Abend. Naja, ich werde mit euch kommen, aber trotzdem. Schluss jetzt. Go. Ich find's vor allen Dingen total toll, wie sie die Animation mit den Ohren gemacht haben. Ich bin sehr begeistert wieder. Und das sage ich wahrscheinlich zu oft, aber es stimmt. So. Und mit den... Schick. Mit den anderen reden wir in der nächsten Folge, denn diese Folge ist schon wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, euch auch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Genau, zu dürfen. Bei Let's Play Dreamfall Chapters in Buch 2. Bis dahin, tschüss.